Ich bin Suhail Thabti, bin hier in Wolfsburg geboren. Tatsächlich, wo ist hier das Klinikum? Irgendwo in diese Richtung, genau. Ja, stimmt. Genau in diese Richtung bin ich tatsächlich dann in dem Krankenhaus geboren. Bin hier aufgewachsen in Fallersleben, bin wieder Fallersleber und zwischendurch halt Abi gemacht, studiert, promoviert, ein bisschen in Deutschland gearbeitet und jetzt wieder als Familienvater und Ehemann dann in Fallersleben wieder zurück. Genau, ja. Gute Frage. Es ist auf jeden Fall eine lustige Story, weil das war mehr so ein Nomadentum als ein hier geboren und komplett auch hier aufgewachsen. Mein Vater kam ja damals aus dem VW-Werk. Mein Vater kam damals halt zum VW-Werk als Gastarbeiter und als Gastarbeiter willst du ja auch irgendwann nicht mehr Gast sein und dann zurück in die Heimat. Und insofern war halt dann die Überlegung, okay, unsere Kinder müssen natürlich auch in Tunesien aufwachsen, da wir ja sowieso irgendwann zurück wollen. Und so bin ich zwar erstmal hier aufgewachsen, bis ungefähr 6. Mit 7 wurde ich dann in Tunesien eingeschult, habe dort ein paar Jahre verbracht in der Grundschule, dann kam ich wieder hierher und dann wieder zurück nach Tunesien und dann wieder hierher. Es war so ein bisschen hin und her, weil auch so nicht so diese Klarheit, diese Sicherheit war, okay, wir sind auf jeden Fall in Deutschland und bleiben dort. Und irgendwann hat man aber gemerkt, so, okay, das mit dem Gastarbeiter wird nicht funktionieren. Er ist doch nur ein Arbeiter und wird dann auch immer bleiben und deswegen, ja, war dann die Familie ab der 5. Klasse, also bei mir 5. Klasse, meine Geschwister waren dann halt entsprechend in den jeweiligen Klassen, für immer halt hier in Deutschland und war ja, wie ich selber meine Kindheit erlebt habe, durchwachsen würde ich sagen. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel unter uns in der Community, also in der tunesischen Community, es war ja keine diverse, vielfältige, es war ja alles aus Tunesien, die arabischsprachigen, nordafrikanischen Gastarbeiter. Und es war eine sehr, sehr schöne, lustige Zeit, gerade mit den ganzen Kindern, was ja auch dabei. Und es war eine sehr starke Community auf jeden Fall, die auch im Nachgang das auch sehr geprägt hat, nachhaltig. Was noch? Die Schulzeit war so ein bisschen, deswegen meinte ich auch durchwachsen, ein bisschen auch so die Schwierigkeit mit der Sprache selbst. Ja, also man ist ja, als man hier aufgewachsen ist, die Eltern konnten ja jetzt nicht wirklich Deutsch und mein Vater war immerzu mit der Arbeit beschäftigt und meine Mutter halt eben entsprechend mit den Kindern. Wenn du was fragen willst, grätsch rein, ich rede einfach raus. Vor der Grundschule nicht wirklich. Also da waren wir tatsächlich, muss ich schon sagen, so eher unter uns. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Natürlich den Nachbarn oder so gesehen, aber es war jetzt nicht so ein Kontakt wie zum Beispiel jetzt meine Kinder, die jetzt im Kindergarten sind und draußen auf dem Spielplatz mit anderen nicht-arabischen oder nicht, also Kindern mit nicht-migrantischen Geschichte oder so. Genau, also das war schon so, dass es damals vor der Grundschule nicht der Fall war. Ab der Grundschule, also ab dem Zeitpunkt, wo wir dann hierher gezogen sind, endgültig natürlich. Also dann Sportverein, Schule, Freunde, Spielplatz. Ich bin in Fallersleben aufgewachsen, auch noch das Forsthaus. Also da war schon ein sehr reger Austausch natürlich. Also die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist auf jeden Fall eine heimatfördernde Erfahrung. Das, was ich tatsächlich gesammelt habe, war eine heimatförderliche Erfahrung. Ich habe mich immer hier wohl gefühlt, ich habe mich immer hier zu Hause gefühlt. Es hört sich immer so komisch an, wenn man dann gefragt wird, wo bist du heimisch? Und man sagt dann ja Deutschland, obwohl man gar nicht so jetzt deutsch aussieht. Und ich mache das natürlich in Anführungszeichen, weil man immer noch sozusagen diese Denke hat, so ja, ich weiß nicht so recht. Aber ich fühle mich komplett deutsch, also sei es das Träumen, sei es das Denken, sei es die Haltung selbst, sei es auch vor allem, was mir auch sozusagen Deutschland mitgegeben hat in der Erfahrung in der Schule und so weiter, ist auch so eine Art freiheitdenkende und freiheitliebende Haltung. Also egal wie, immer sozusagen auch zu sehen, so okay, der Mensch steht im Fokus, der Mensch steht im Zentrum der Interaktion. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr stark mitgenommen habe, durch die Schule, durch das Studium, aber auch so im Lande hier, auch wenn wir immer noch sozusagen den einen Ruck haben, nach rechts, nach links und so weiter. Aber trotzdem merkt man, dass da schon eine Haltung noch da ist, die sehr, sehr freiheitliebend ist. Und das ist etwas für mich, gerade als Vater, was sehr, sehr wichtig ist. Was ich noch mitgenommen habe, ist auch wenn ich dich nicht mag, mache ich trotzdem meine Arbeit gut.
Es ist, also wir sind ja hier auf dem Rathaus, am Rathausdach, und das ist etwas, was ich immer mitbekommen habe. Auch wenn man vielleicht von dir nicht viel hält oder man dich mal nicht mag oder was auch immer dafür für Beweggründe sind, man macht trotzdem seine Arbeit. Und ich finde, das ist wirklich so eine deutsche Tugend, die ich zum Beispiel in anderen Ländern nicht so gefunden habe. Also Europa oder auch beispielsweise in anderen international, das, ja, ich kann, nee, mach mal, geh mal weg, so, ne, also kennst du ja, glaube ich. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr gemocht habe und was mich auf jeden Fall, wenn ich so jetzt darüber ad hoc reflektiere, auf jeden Fall etwas, was sehr mich fasziniert hat. Ja, dass man einfach auf jeden Fall auch seine Arbeit macht, was aber nicht so richtig gefärbt hat auf mich, auch wenn ich trotzdem so, ja, Studium und alles. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist wirklich ein Mix. Ich würde gar nicht sagen, dass es entweder oder, es ist eher ein sowohl als auch. Und das finde ich auch so großartig, weil ich liebe einfach das Tunesische, die tunesische Sprache, die tunesische Kultur, die hat was sehr, sehr Wärmendes, was sehr Herzliches, was man sehr wohl hier auch entsprechend ergänzen kann. Und deswegen mag ich auch diese Idee von Leitkultur. Also die hat immer so einen negativen Touch. Aber ich glaube, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, dann ist gerade so diese Idee von Leitkultur etwas, was getragen wird von allen Kulturen, die hierzulande eben sind. Und dann kann sich das Ganze eben auch entsprechend ergänzen und vervollständigen und dann was Schönes draus werden. Deswegen sehe ich mich definitiv als jemand, der sowieso deutsch ist, aber auch sowieso tunesisch ist. Also, du hast ja auch gemerkt an den Begrifflichkeiten, die ich gerade verwendet habe, dass es sehr wohl natürlich irgendwo auch negative Erfahrungen gegeben haben muss. Aber ich versuche, das ist auch das, was ich so, wofür ich dankbar bin, ist, dass ich sehr wohl auch gerade aus diesen negativen Erfahrungen viel Positives so für mich mitgenommen habe. Gerade, wie gesagt, auch als Vater, als Erwachsener in der Gesellschaft und so weiter. Negative Erfahrungen, selbstverständlich. Also man wurde schon in der Schule gemobbt. Zunächst einmal einfach, weil du die Sprache nicht kannst. Zweitens war es dann auch später so, dass, okay, du bist Muslim, du fastest, beten und sowas, deine Schwester trägt Kopftuch. Was ist das? Seid ihr komisch und so weiter? Ich will gar nicht, wie großartig jetzt so plakativ negative Erfahrungen nennen, aber auch das ist wiederum etwas, was ich für mich persönlich auch sehr positiv mitgenommen habe, ist, dass halt Menschen nun einmal so sind. Ja, wenn man etwas nicht kennt, dann ist es halt so. Und das ist auch das Schöne an diesem Film und auch an dieser Idee, die ihr hier versucht zu realisieren, weshalb ich auch dankbar bin, dass ihr das macht, ist, dass man einfach auch versucht, sich mehr zu begegnen, sich einfach dadurch auch näher zu kommen. Weil andernfalls bleiben meine Gedanken so, wie sie eben mal waren, und die ändern sich nicht, die werden nicht gechallenged. Auf der anderen Seite aber habe ich dann immer noch meine Vorurteile, die ich gar nicht abbauen kann, weil es eben diese Bewegung nicht gibt. Von daher, ja, natürlich gab es. Papa. Also ich hätte ihn echt sehr, sehr gerne dabei. Ich mag den Kerl, ich liebe den einfach. Der ist so ein alte Schule, aber trotzdem so voll der gechillte Typ. So. Ich mochte an ihm, dass er, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, VW hatte damals mal, oder die IG Metall war das, genau. Die IG Metall hatte damals, ich meine, in Bonn eine Kundgebung veranstaltet, eine große, und dann gab es auch entsprechende, diese ganzen Regionalzüge, die bereitgestellt worden sind, und dann konnte man umsonst eben dorthin, da hat er mich mitgenommen. Und da hat irgendwie jemand seinen Platz weggenommen oder sowas, und er hat nicht irgendwie gesagt so, komm mein Sohn, ist egal, komm, komm. Nee, der hat da gestanden und meinte, nein, wir sitzen hier. Und das zum Beispiel fand ich ganz gut. Aber auch zum Beispiel die Schulzeit, die er auch mitgeprägt hat. Elternsprechabende waren auch so Momente, wo ich dann immer wieder gemerkt habe, okay, der war schon sauer und wütend, weil ich halt nicht so die Note gebracht habe, aber er war gechillt. Also es gab jetzt keine Gewalt oder sowas, und das mochte ich immer an ihm. Und das ist jemand, der mir auf jeden Fall, ja, sehr auf jeden Fall sehr den Weg begleitet hat. Ja. Er hat natürlich sein Herz immer noch in Tunesien, gar keine Frage. Und das merkt man schon spätestens dann, wenn er die Nachrichten schaut und sich immer denkt so, okay, was passiert denn da, was machen die da für einen Quatsch? Und wenn er manchmal so auch seine Gedanken äußert, ja, ich will natürlich nach Tunesien meine Geschwister und so weiter besuchen. Und dann gleich im nächsten Moment ist ein,
was soll ich denn da? Ich bin hier zu Hause. Und das, dann merkst du so richtig, wie stark auch dieses Leben hier in Deutschland auf ihn abgefärbt hat. Er erzählt natürlich auch von damals, wie es mal war, als es hier noch gar nicht so diese Idylle, will ich schon fast sagen, herrschte, sondern viele Baracken, wo sie zuerst gekommen sind und so weiter und die Sprachbarrieren. Er hat aber auch den Versuch unternommen, eben entsprechend auch noch Schule zu machen, irgendeinen Abschluss oder sowas. Hat aber vieles eben nicht geklappt, nicht nur wegen der sprachlichen Barriere, sondern auch, weil man gekommen ist, um Geld zu verdienen. Man will der Familie in Tunesien helfen. Ja, das sind diese Storys. Und ansonsten ist er jemand, der auf jeden Fall Deutschland ganz, ganz dolle mag. Und das hat er immer wieder auch mitgegeben. Also ich muss sagen, was mir auch gerade so auffällt, ist, dass wir als Kinder von Erwachsenen, die mit dem Land erst einmal nichts zu tun hatten, nur rein arbeitstechnisch hierher gekommen sind, sehr wohl zum Wohle dieses Landes auch anerzogen worden sind. Also wir haben nie irgendwie erlebt, bis natürlich die ganzen negativen Erfahrungen, die passieren und Nazis hier und sowas, selbstverständlich, das kann man nicht rausschneiden, aber was immer dieses Deutschland ist toll, hier ist einfach die Bürokratie, man kann überall hingehen, man ist sicher, keiner tut hier etwas, also keine Willkür auch in der Gesellschaft. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr stark prägt, insbesondere wenn man aus Regionen kommt, wo es eben dann nicht so einfach ist manchmal. Ja. Genau, erste, zweite, dritte in Tunesien. Dann einen Monat hier in der Eulenschule, dann einen Monat in Tunesien, dann einen Monat in der Glockenbergschule hier, ja. Dann ein Jahr in Tunesien und dann hier OS. Ja, ja. Ja, ja. War schon ein Traumata auf jeden Fall. Nein, gar nicht. Ja, es war, also, wenn ich ganz ehrlich bin, war es immer schön, diese eine Abfahrt zu nehmen von der A39, die Ausfahrt Richtung Fallersleben oder Westhagen-Detmarode. Ja, und das war immer so ein, es war, abgesehen von dem Nachhauseweg, es war so ein seltsames, surreales Gefühl, so, hey, wir sind wieder da, so, ne? Und wie gesagt, ich bin ja hier geboren, es ist jetzt nicht so, dass ich dort geboren bin und dann hierher ziehe, sondern es war tatsächlich so, dass es hier zu Hause ist. Und in Tunesien aber muss ich ehrlich gesagt auch sagen, es war auch genauso schön. Also es war jetzt nicht so, oh mein Gott, es ist in Tunesien wieder. Ich glaube, dafür hatte ich gar nicht auch die Wahrnehmung, das so zu unterscheiden. Es war okay, wir fliegen wieder nach Tunesien, wir fliegen wieder nach Deutschland. Ich muss aber auch sagen, viel hat es auch jetzt nicht vom Gefühlten, vom Wahrgenommenen so negativ sich angefühlt, aber die Konsequenzen daraus waren negativ. Also das heißt negativ, aber schon nicht leicht, eher herausfordernd, so würde ich es eher sagen, wegen Freunden, wegen dem Bezug zu finden, wieder in der Schule, in der Klasse und so weiter. Aber ansonsten war das ja schon eine lustige Zeit. Ja, absolut. Also wie ich auch vorhin gesagt habe, so sage ich das in deinen Worten, die Perspektivlosigkeit, nein, ich kann nicht in Worten anderer sprechen. Ja, also weil mein Vater sich auch als Gastarbeiter verstanden hat, der sowieso eines Tages dann zurück nach Tunesien zurückkehren wird. Und deshalb war dann auch die Überlegung, okay, meine Kinder, die sollten auf jeden Fall auch in Tunesien aufwachsen, zur Schule gehen, weil dann haben sie auch weniger Schwierigkeiten, dann sprachlich, kulturell und so weiter, dann, wenn wir komplett zurückziehen. Ja, und deswegen war das immer so eine Überlegung von, okay, die Kinder müssen zurück. Sobald wir aber da waren, war das ein, ja, aber das funktioniert nicht. Du bist ja immer noch in Deutschland. Und es gibt ja auch gar nicht mal so jetzt einen klaren Cut, so du wirst auf jeden Fall in 5 Jahren, in 2 Jahren komplett zurück nach Tunesien. Deswegen begann auch das Hin und Her. Ja, und weil wir dann aber gemerkt haben, okay, hier haben wir aber Schwierigkeiten in der Schule, ja, waren wir dann zurück nach Tunesien. Also meine Eltern haben wirklich da, man merkt auch so irgendwo die Herausforderungen, der sie ausgesetzt waren, wollten sozusagen das so einfach wie möglich für uns machen. Und das war aber dann dieses Hin und Her daraus entstanden. Erstmal in Deutschland aufwachsen, dann in Tunesien für ein paar Jahre, dann wieder hierher für eine kurze Zeit, wieder nach Tunesien eine kurze Zeit, wieder hierher für eine längere Zeit. Und das Hin und Her hat mich dann auch später in meinem Studium geprägt, weil ich dann kaum mehr als ein Jahr oder so in einer Wohnung war. Als ich in Göttingen studiert habe, in den 6 Jahren bin ich locker 8-9 Mal umgezogen. Also das war drin. Und erst als ich wieder hierher gezogen bin mit Frau und Kind, ist man jetzt ein bisschen länger als 2 Jahre an einem Ort. Genau.
Ja, absolut. Also die Flexibilität definitiv, dass ich einfach mit neuen Herausforderungen viel besser klarkomme. Das hört man vielleicht auch ein bisschen raus, dass trotz dieser ganzen negativen Erfahrungen, die man ja auch gesammelt haben muss, ob jetzt von außen oder auch so geschuldet der Tatsache, wie man eben sein Leben verbracht hat oder verbringen musste, trotzdem sehr viel positiv auch rausnehmen konnte. Aufgrund dieser Flexibilität, weil die ist ja nicht nur im Handeln selbst, sondern auch in der Perspektive. Ja, also man kann dann halt auch entsprechend seine Perspektive wechseln und nicht sozusagen immer nur auf das Negative sozusagen fokussieren. Ja, aber das kannst du halt nicht so isoliert sehen. Also es ist halt wirklich das ganze Bild. Ne? Also dafür gibt es halt andere Konsequenzen, die du dann tragen müsstest, wenn du dann hin und her. Ne? Also empfinde ich dich als jemand, der solide hier ist. Ja, also ich hatte wirklich lange Zeit damit zu kämpfen, wo bin ich wirklich jetzt sesshaft? Also wo bin ich wirklich zu Hause? Und das bringt halt eben dieses Hin und Her mit sich. Und dann hast du aber auch gar nicht die Zeit, wirklich so richtig Wurzeln zu schlagen. Ja. Aber an sich so, klar, natürlich. Im Nachhinein. Also wir waren ja auch stehen geblieben beim Positiven, so diese Flexibilität und dass die Sprache sich auch gebessert hat dadurch. Oder was halt meine Muttersprache anbelangt, obwohl ich auch Deutsch als Muttersprache sehe, was das betrifft, muss ich sagen, ist die Zweisprachigkeit, mit der ich aufgewachsen bin, mir natürlich auch viel andere Türen geöffnet hat. Also jetzt nicht nur im karrieretechnischen Bereich. Ich habe ja Islamwissenschaften und Jura studiert und mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsrecht war das halt auch möglich, dann entsprechend dann später beruflich das eine oder andere machbar zugänglicher zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Sprache selbst eine Tür zur Kultur. Zu Glaube, zu Verständnissen innerhalb der anderen Sprache. Also ich mache mal ein Beispiel, ist vielleicht zu abstrakt. Wenn ich beispielsweise auf Deutsch spreche, aber auch mit einem tunesischen Blick darauf, von der tunesischen Sprache, Sprichwörter, wie übersetzt man etwas, wie spricht man etwas aus, hat das immer einen positiven Ausdruck darauf. Ich mach mal ein konkretes Beispiel. Ich warte auf dich. Ja, und das ist ja erstmal einfach nur warten, aber es sagt nichts über die Gefühlslage aus. Im Tunesischen, weißt du ja, sagen wir ja Estende. Ja, und Estende ist eigentlich nicht wirklich warten. Estende heißt einfach nur, geh nach der Sunna, das ist sozusagen in unserem Glauben, ja, du gehst nach dieser Sunna. Nach dieser Sunna heißt es aber auch, dass ich auf den Wartenden nicht nur einfach nur warte und mir denke, Mann, Alter, der braucht schon wieder ewig, sondern dass ich einfach sozusagen auch so ein Wohlgefühl, weil ich nämlich mir denke, der Arme, vielleicht fehlt ihm etwas, vielleicht ist etwas passiert, vielleicht braucht er noch etwas. Ja, und ich habe da eine positive Haltung gegenüber diesem Menschen. Das heißt, ich warte nicht nur, sondern ich denke auch positiv über ihn, wenn er dann kommt. Und das meine ich zum Beispiel auch mit einer anderen Sprache. Das gilt natürlich für alle anderen Sprachen, wenn man die eine oder andere beherrscht. Dann auch eine andere Atmosphäre der Sprache selbst halt auch mit reinbringen kann. Und ich finde, das ist eine mega positive Sache, die ich hoffentlich auch meinen Kindern mitgeben kann.